Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute My Last Mistake von Eden Walker mitgebracht. Und mich hat das Buch sehr gepackt. Ich habe aber auch Kritik. Ich bin gespannt, was ihr so sagt. Süßen, ich habe euch heute My Last Mistake von Eden Walker mitgebracht. Und ich muss eine Triggerwarnung vorneweg schicken. Es geht unter anderem um psychischen Missbrauch und versuchten sexuellen Missbrauch. Hannah hat eine lebhafte Fantasie und definitiv zu viele Horrorfilme gesehen, denn als sie wegen eines geplatzten Reifens auf einer einsamen Straße strandet, malt sie sich alle möglichen Horrorszenarien aus. Zum Glück hilft ihr ein arroganter Mann. Dieser stellt sich nur wenige Tage später als der Vater ihres Freundes heraus. Peinlich. Noch schlimmer wird es allerdings, als die beiden besagten Freund/Sohn mit der Verlobten seines Vaters erwischen. Hannah ist zutiefst verletzt. Doch das bedeutet gleichzeitig auch, dass sie sich für die Gefühle, die sie für Blake entwickelt hat, nicht mehr schämen muss. Oder? Alles könnte so schön sein, wenn sein Sohn nicht so ein rachsüchtiger Mistkerl wäre. Ich weiß, dieses Buch klingt wieder mal nach Sexbuch. Ist es aber nicht. Gut, es gibt ein paar explizite Szenen, aber darum geht es primär nicht. Andere Themen stehen im Vordergrund. Hannah tat mir schrecklich leid. Sie hat schon so vieles durchgemacht und jetzt gerät sie zwischen die Fronten. Ihr Ex ist ein verzogenes reiches A-Punkt-Punkt-Punkt, absolut faul und unfähig. Ihm bedeutet Hannah gar nichts. Sie ist nur ein willkommenes Druckmittel. Denn Hannah hat ein Geheimnis. Wenn das gelüftet wird, kann sie ihre geplante Zukunft vergessen. Das ist wieder so typisch für die heutige Zeit. Hannah hat nichts falsch gemacht. Gut, sie hat ein paar falsche Angaben gemacht, ja, aber bezogen auf das Geheimnis. Sie ist keine Diebin, keine Drogensüchtige, nichts dergleichen. Aber ihr Leben würde zerstört werden, wenn die Leute davon erführen. Weil unsere Welt leider so funktioniert. Man geht Menschen aus dem Weg, die mit derlei Dingen in Berührung gekommen sind. Für Menschen dazu neigen, Angst zu bekommen. Und dann nur noch an uns selbst zu denken. Hannah hat wegen ihrer Herkunft auch heftige Minderwertigkeitskomplexe, die ihr A.Punkt.Punkt.Ex natürlich weiter kräftig füttert. Dazu kommt, dass Blake und er eben aus einer ganz anderen Welt stammen, während Hannah jeden Cent zweimal umdrehen muss. Blake ist stinkreich, aber er hat einfach kein Händchen für Frauen. Zumindest hat er das bei seiner Ex-Verlobten nicht. Aber dank deren Indiskretion hat er herausgefunden, was er wirklich will. Doch Hannah wurde dabei verletzt und das macht ihm schwer zu schaffen. Er fühlt sich extrem zu ihr hingezogen, aber nicht nur körperlich. Sie ist so ein netter Mensch, hat aber auch ein feuriges Temperament und diese Kombination fasziniert ihn. Sie ist von Anfang an viel zu gut für seinen Sohn. Das ist ihm klar. Er hat nicht erkannt, wie besonders Hannah ist, aber Blake hat nicht vor, den gleichen Fehler zu begehen. Mehr kann ich leider nicht verraten. Obwohl noch deutlich mehr in diesem Buch drin steckt. Aber ich will euch nicht spoilern. Ich finde, dieses Buch spricht sehr wichtige Themen an. Einige kann ich leider nicht benennen, weil ich sonst spoilern würde, aber sie sind wirklich wichtig. Klar gibt es auch ein paar Klischees, aber der Umgang damit war anders. Sie nahmen es den üblichen Verlauf mit Drama, 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 Missverständnis, Missverständnis, plötzlich ist alles wieder gut. Es wurde teilweise erwachsener damit umgegangen. Nicht immer, aber oft genug. Allein schon durch die Ausgangslage wird dieses Buch in die Schublade Sexbuch gesteckt, was ich falsch finde. Ja, es gibt explizite Szenen, aber andere Dinge bekommen deutlich mehr Raum als diese. In meinen Augen steckt viel mehr in diesem Buch, als man ihm auf den ersten Blick vielleicht zutrauen würde. Es ist nicht perfekt, aber es spricht auch wirklich wichtige Themen an und einige Klischees werden unüblich aufgelöst. Das finde ich erfrischend. Von mir bekommt das Buch trotzdem ein bisschen Kritik und ein paar Fehlern, ganz knappe 4 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss.